Ja, Collis klammert, der Berg ruft. Wir haben vor 5 Jahren mittlerweile eine Maschine gebaut, die hinter mir steht, die lange Katharina. Und um diese Maschine herum, ein riesiges Katapult, haben wir einen Mittelaltermarkt inszeniert. Auf historischem Gelände mit historischem Bezug zur Stadt Wunsiedel. Wir stellen Szenen, Gegebenheiten nach, die tatsächlich passiert sind. Ob sie genauso passiert sind, wissen wir natürlich nicht, aber aufgrund der historischen Ereignisse kann man eben nachvollziehen, was damals im Sechsämterland überhaupt passiert ist. Wir haben die Chance bekommen, von der Stadt Wunsiedel dieses Gelände hier zu nutzen. Ja, wir haben bestimmt heuer für jeden was dabei. Wir haben natürlich einen Supermarkt dabei, Fressmeile mit Crepe, alles was vom Schwein gibt. Erzeugnisse von der Region, aus der Region, für die Region. Wir haben natürlich alles, was es an Handwerk damals gab, wieder da. Vom Töpfer über den Schmied, über den Steinmetz, alles vorhanden. Wir haben sehr viele Aktionen heuer dabei. Wir haben die Hussitin heuer dabei. Dabei werden wir versuchen, relativ authentisch nachzustellen, was damals passiert ist, hier am Katharinenberg um die Stadt Wunsiedel. Das Ganze natürlich untermalt mit unserem Trebuchet und natürlich jeden Abend ein Konzert. Eintritt wird bei uns 3 € sein, einmal zu entrichten, und damit ist ein ganzes Wochenende finanziert. Das Collis Klamott ist nicht nur für Mittelalter-Fans gedacht, es ist eigentlich, was wir so erlebt haben, jetzt auch auf anderen Märkten, so eine Art Rückbesinnung zu merken. Mehr wieder zurück zur Natur, nicht mehr diese hochtechnologischen Geschichten, sondern vielleicht lieber mal im Freien sitzen, ein Bier trinken und die Natur genießen. Deswegen ist es eigentlich für jeden gedacht, der Spaß dran hat, der Lust dran hat, die Sachen ums Fichtelgebirge zu genießen. Highlights sind natürlich die Abendkonzerte, das ist klar. Die werden in der Ruine hinter mir stattfinden, jeweils so gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr, je nachdem, wie wir mit dem zweiten Highlight fertig werden. Das heißt, der Schuss oder die Schüsse mit dem großen Trebuchet. Ja, wir haben natürlich eine Schlacht heuer geboten. Die wird sein am Samstag. Start voraussichtlich so 18, 19 Uhr. Unten am neu gegründeten Festivalgelände. Akteure werden circa zwischen 100 und 150 Leute dabei sein. Meistens ist es aber natürlich so, dass wir spontan sind und alles, was halbwegs Errüstung und das Schwert halten kann, mit einbinden. Kann man da mitmachen? Natürlich, jeder kann mitmachen. Einfach bei uns melden, sagen, ich will einer von den Guten oder einer von den Bösen sein, und dann geht's mit los. Jung und alt, kommt nach Wunsiedel, schaut euch das an, sowas habt ihr noch nie gesehen. Gaukelei, Musik, das Beste, was es gibt zum Essen und zum Trinken, das Ganze mit dem größten Trebuchet, das in Deutschland funktionsfähig herumsteht.